Willkommen zu einer neuen Runde. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Card Against Humanity. Es wird wieder bestimmt furchtbar, immer, nicht? Was der Alu-Mann sagt. Yo. So, was ist das geheime elfte Gebot? Ich hab so gute Karten. Ich hab auch mehrere, die passen. Wie war's neulich? Ich hab so beschissene Karten. Das hier, zum Beispiel die hier. Ja, das kam von Chiara, die hatte die schwarze Karte. Oh je. Und das ist eine HWSQ-Karte. Was ist das denn passiert? Ich weiß es nicht. Also, das geheime elfte Gebot lautet: Wir brauchen mehr Zikkurats. Ich glaube, das ist irgendwie so StarCraft-mäßig. Warcraft. Oder Warcraft. Warcraft, ja. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall irgendwo aus Südkorea. Ein elftes Gebot. Gerüchte besagen auch, das elfte Gebot lautet: Dein Vater, der fett und hässlich vor Lidl liegt und nach Bockwurst stinkt. Kommt mir bekannt vor. Ich weiß auch nicht, woher die Karte kommt. Das geheime elfte Gebot. Stevie Wonder, der auf der deutschen Autobahn fährt. Das ist ein klassischer Blindflug. Verdummt. Danke. Und finales elftes Gebot. Die Schwulen ruhen. Ja! Yay! Bei der Antwort bin ich leider biased. Alter, was ist mit dem Greyvolt los? Das ist überhaupt kein Gebot. Das ist eine Beleidigung. Egal. Wieso kann ich nachts nicht schlafen, Mann? Ha. Okay. Ich weiß es ganz genau. Okay, ich kann nachts nicht schlafen, weil das könnte der Grund sein. Ein feuchter, ungewaschener, fetter Gamer, der nach Nachos stinkt und Mountain Dew pisst, der sich in meinem Zimmer befindet. Genau, der neben dir liegt. Das ist zum Glück dein Problem. Ja, das klingt, als wäre es nicht mein Problem. Lebt der Mensch. Genau. Was habe ich noch in meinem Zimmer, weshalb ich nicht schlafen kann? Eises Kälte im Hochsommer. Dagegen habe ich nichts. Ja, ich auch nicht. Kälte nervt schon ein bisschen. Zumindest draußen, aber ich kann ja Verheizungen anmachen, das ist nicht das Problem. Das ist sonst multiple Stichverletzungen. Wenn ich einschlafe, sterbe ich. Also, die würden mich jetzt auch stören. Ja, ich glaube, vor Schmerz kann ich nicht schlafen. Eine Menge Fantasie. Schön. Kommt Kino? Ich glaub die Stichwunde. Yes! Aber nein, eine Menge Fantasie! Punkt. Ja, davon hast du doch so viel, Chiara. Aber die hilft mir ja beim Einschlafen. Achso. Okay. Aber der Oscar geht dieses Jahr an. Genauso geht die Karte. Weißt du, was es ist? Völlig egal. So. Und lebt damit. Oh Gott, ist das böse. Ich glaube, das ist historisch belegt. Findest du? Ja. Okay, ich bin gespannt. Meins auch. Da bin ich aber mal neugierig. Ich bin gay-spannt. Wow. Nein, da war nichts. Okay. Also, und der Oscar für Auschwitz geht an Tobis Hausfliege. Was? Hey. Was? Das ist... Wow. Und der Oscar für Nazi-Parolen im Religionsunterricht geht an
Mr. Krabs! Es wird nicht besser! Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Und der Oscar für intelligentes Design geht an Hungersnot! Wow! Wie? Und der Oscar für das erste Mal mit 8 Jahren an einen an den eigenen Vater verlieren. Aua. Geht an. Ja, passt. Oh, wow. Wow. Also die vier Varianten, Alter, Alter. Das ist die Wahrheit zwischen Pest und Cholera. Das hat dreimal was mit Nazis und so zu tun. Ja, ohne Witz. Das Einzige, Quote. Was da rausfällt, ist das mit der Hungersnot, aber Auschwitz auch. Ja, eben. Sagen, so ein bisschen, wenn man um Ecken denkt, dann passt alles auf die Nazis. Intelligentes Design auch. Bei Tobis Hausfliege reicht's raus. Yeah. Wow. Das war jetzt fies. Das war echt. Call of Duty. Special Pre-Order Edition. Da hätte Auschwitz mega gut reingepasst. Ja. Eieieiei. Call of Duty. 9/11 Special Pre-Order Edition. Gab's das nicht schon irgendwie? War das nicht irgendwie schon mal eine Mission so? Was die zu tun hatte? In der Kampagne? Ja, irgendwas an dem Flughafen, dass du Passanten abschießen musstest, ja. Ja, wollte gerade sagen, irgendwie so in der Richtung. Ich bin nicht wirklich COD-Spieler. Ich auch nicht, zum Glück. Also ich meine, die alten Teile waren noch gut, wie was ich gehört habe. Das Beste war wohl Modern Warfare, irgendein Teil. Und dann dann gab es noch irgendwie die Black Ops-Fans. Naja, weiter. Call of Duty, Nipple Inferno, Special Pre-Order Edition. Ab 18. Da müssen sowieso. Da müssen wieder viele Muttis in den GameStop laufen. Das wird awkward. Egal. Call of Duty, Robo-Hitler, Special Pre-Order Edition. He's back. Mal wieder. Da wollen sie dann Wolfenstein nachmachen. Genau. Ja. Copyright Strike. Call of Duty, herzlichen Glückwunsch zur Einschulung, Special Pre-Order Edition. Wenn man genau weiß, Shooting oder was? Wenn man genau weiß, wo die Karte herkommt, oh. Nö. Ja, doch. Wenn man dran denkt, welche naja, Zielgruppe und tatsächliche Spielergruppe, ne? Dann passt das. Wenn sie mal die tatsächliche Spielergruppe damit ins Auge nehmen. Los, Boffi, jetzt bist du dran. Jetzt bist du im Punkt, kriegst du genau. Lecker bis zum letzten Tropfen. Oh. Oh ja, oh ja. This is my time to shine. Aha. Ich möchte mich bei allen Zuschauern im Voraus entschuldigen. Oha. Oh je. Ich mich nicht. Eine Spur von Tränen, lecker bis zum letzten Tropfen. Ja. Wow. Das gefällt mir schon mal. Elton John, lecker bis zum letzten Tropfen. Da kriegst du doch auch nicht mehr viel, oder? Ja, doch. Das will ich gar nicht wissen. Das kommt doch gar nicht. Nee. Also, wenn du Vampir bist, glaube ich, kriegst du da noch ein bisschen was raus. Oh, das war's dann aber auch. Ein benutztes Kondom, lecker bis zum letzten Tropfen. Und jetzt frage ich euch, ist das schlimmer als Elton John? Ja. Nein. Das wissen nur die es schon probiert haben. Bei Elton John weißt du wenigstens, wo es herkommt. Ja, dagegen kannst du nicht argumentieren. Hauptsache Weed. Lecker bis zum letzten Tropfen. Die ist doch selbst geschrieben! Die ist doch selbst geschrieben! Oh je. Hallo Bambo! Willkommen bei uns. Moin. Okay. Hallo. Ah, was soll das? Oh Gott. Schwierig. Ei.
die ja, quasi gleich sind. Mhm. Ach komm. Jawoll! Hey! Auf Ansage. Ja. Oh, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum kriege ich immer die bösen Karten? Ja, nur ich. Die Klassenfahrt wurde durch völlig ruiniert. Okay. Ich wüsste ganz genau, was ich dann schreiben würde, wenn ich die Karte nicht hätte. Oder nicht habe. Ich darf ja sowieso nicht mitspielen. Nee, warum auch? Ich darf nie mitspielen. Oh. Das ging ja schnell. Die Klassenfahrt wurde durch irgendwas mit toten Juden, Kacker und einem steifen Glied völlig ruiniert. Kann ich mir nicht vorstellen. Das fasst Arts Against Humanity eigentlich ziemlich gut zusammen, die Karte. Ja. Ja. Diese Karte ist Arts Against Humanity. In a nutshell. Die Klassenfahrt wurde durch Erwachsene, die voll cool versuchen, Jugendsprache zu benutzen, völlig ruiniert. Jugendwort des Jahres 2017. Hallo, Ibims. Sind einfach so zwei Wörter. Ja, aber es ist das Jugendwort des Jahres. Frag mich nicht, warum. Ja, besser als das von 2016. Fly sein. Was? Fly sein. Ah, okay. Das haben wir auch nur möchte gern Battle Rapper benutzt, oder? Hm. Naja, die Klassenfahrt wurde weiterhin durch arme Leute völlig ruiniert. Verdammt! Immer diese armen Leute mit ihrem nicht vorhandenen Geld. Die ganze Stimmung down. Immer dieses Angebettel hast du mal. Ja, furchtbar. Leute, die sich den Eintritt zum Museum nicht leisten können. Widerwärtig. Ekelhaft. Ich musste erstmal eine Gelddusche machen hinterher, um mich wieder sauber zu fühlen. Aber ultimativ wurde die Klassenfahrt durch einen rechtschaffenden Kopf, der nichts zu verlieren hat, völlig ruiniert. Eigentlich bist du's. Wer? Insider von mir. Okay. Puh. Poor people. Ach, die armen Leute. Die armen Leute! Die armen Leute! Oh, what is the secret ingredient to the Krabby Patty secret formula? Also, was ist die Geheimzutat für die geheime Krabbenburger-Formel? Damit Alu es auch noch mitkriegt. Ja, ich glaube, oh mein Gott. Soll ich es tun? Mach einfach. Ist es Sperma? Ich weiß es nicht. An was du immer denkst? Ist das einfach nur eine Frage oder ist das eine Hoffnung? Nein. Hätte ich es gesagt. Es ist eine Erwartung. Ah, ach so, eine freudige Erwartung? Nein. Schauen wir mal. Was ist denn jetzt das Geheimrezept, die Geheimzutat? Es ist Homosexualität. Dass man das wird oder dass man da drauf... Eine Prise Homosexualität. Das weiß ich tatsächlich nicht. Eine andere geheime Zutat ist natürlich... Mathe-Genies. Ja gut. Fein geraspelt. Ja, zu Sülze verarbeitet. Ich wollte noch was essen heute Abend. Ich wollte mir noch eine Lasagne in den Ofen schieben. Oh, du Sau. Lecker. Dann noch in Aspik. Oh. Gott, bin ich ins Ohr. Aber natürlich ist die wahre geheime Zutat. Sich kurz vor dem Platzen befinde. Jawohl. Wir wollen hier reden. Da wollen wir hin. Nein. Das ist mein McDonald's. Free Diamond. Wir lieben es. Aber für die die Wahrheit wissen wollen. Zusammengeklebte Arschbacken? Ganze Arschbacken als Patty? Ja, das ist ja, das klar. Brötchen. Ich muss mir leider, also das ist
Yeah! Ja, verdammt! Das war nicht schwer. Wer braucht schon Fame? Ich bin zufrieden mit. Es wird eskalieren. Nö, nicht wirklich. Schade. Menno! Warum soll es eskalieren? Das hier ist Cards Against Humanity. Ja, eben! Gerade deswegen! So. Na gut, wer braucht denn schon Fame? Ich bin zufrieden mit Rundfunklizenz. Jawohl. Lizenz! Aber ich bin aber auch zufrieden mit zwei Zwergen, die in einer Arbeit hatten. Okay. Wenn das dann fetisch ist. Fetisch, aber das sind seltsame Ansprüche, sagen wir es mal so. Aber ich bin, naja. Ich bin aber auch schon mit einem herausgerissenen Genitalpiercing mit einer dran hängenden Eichel zufrieden. Alter. Den eigenen, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber ich bin auch mit CompTV zufrieden. Meine Antworten waren Comps Videos. Zu dem Piercing hätte ich sogar eine Geschichte, aber ich weiß nicht, ob ich die auf YouTube erzählen darf. Nein. Macht ihr Werbung mit euren Videos? Also ich nicht. Meine sind nicht monetarisiert. Aber trotzdem, lass mal lieber. Das geht ja jetzt auch für uns kleinere YouTuber gar nicht mehr. Da brauchen wir 10.000 Klick. So, was würde Oma verstören und doch irgendwie anziehen? Oh nein. Das war einfach. So, was würde denn Oma verstören und noch irgendwie anziehen? Hass! Hurra, Hass! All over the head! Bisschen devot, die Oma? Natursektion! Mich auch, Oma! Mich auch! Sehr also zumindest der erste Teil! Zumindest der erste Teil! Was? Welcher erste Natursekt macht dich? Verstört mich, ja. Verstört dich? Und, achso, es verstört dich. Es verstört mich einfach nur. Ja, gut. Rotenverdrehung. Oh. Da freut sie sich. Ja, die kann nicht gut lachen. Ist aber irgendwie geil. Darf ich auch mal? Chiara lacht doch nur aus dem Grund, weil sie im Grunde sagt, und das klingt, als wäre es nicht mein Problem. Oh, Gottes Willen, ey. Oh, je. Oder ein Buttplug aus Asbest. Oh. Ja, so schön die Krebs nochmal erregen. Ich hab da nichts mehr zu verlieren. Ich bin alt genug. Lass es uns ausprobieren. Ach, verdammt. Jawoll. In dem neuen Film mit Vin Knights... Von M. Night Shyamalan. Das ist ein Tippfehler. Von. Entdeckt Bruce Willis, dass... In Wahrheit die ganze Zeit gewesen ist. Muss man den kennen, den ersten Namen? Nee. Das ist ein bekannter Produzent, der so ganz der war so kreative Filme. Was hat er so gemacht? Hier, wie heißt es? Sixth Sense? Hier mit dem Tiger auf dem Boot. Life of Pi. Ah, okay. Also Morgen. Filme, die ich mir nicht anschaue. Hat er noch, ich glaub, Science mit Mel Gibson? Ich glaube, da war er auch dran. Irgendwie der verborgene Garten oder sowas, aber nee. Der geheime Garten, das geheime Fenster. Garten. Das war auch geil. Und irgendwas mit einer Nixe oder sowas war das, haben wir geguckt. Und er spielt meistens immer in seinen eigenen Film mit. Meistens. Fast Moin, Hörtheit. Hallo, Hörtheit. Hallo. Hi. Lange nicht mehr gehört. Oder gelesen, oder mit. Ich habe auch lange nicht mehr gestreamt. Ja, aber bei mir war es auch schon ein paar Mal. Na egal. Ich glaube, das. Oder andersrum. Ah, nee, doch, so rum kommt das hin. Also, das klingt ja nach einmal Channel on. Oje. Okay, ich muss jetzt so machen. Ich
Wieso ahne ich jetzt was Schreckliches? Ich weiß es nicht. Also, ich hab auch keine Ahnung. Im neuen Film entdeckt Bruce Willis, dass Alexander Gauland. Der Name sagt mir aber was. Der Parteivorsitzende der AfD. Ja, aber das wollte doch sagen. Irgend so ein Idiot war das doch. In Wahrheit, ganze Zeit, die wahre Bedeutung von Weihnachten gewesen ist. Nein. Definitiv nein. I don't think so. Das klingt wäre einfach mega traurig. Wie ein M. Night Shyamalan-Film. Also, der Film wird ein bisschen Hass abgreifen, denke ich mir mal. Zumindest wird viel drüber geredet. Von also Kritikern hochgelobt, von Fans in der Luft zerrissen. Also die Mundpropaganda ist Gauland halt selber spielt. Da. Gauland spielt sich selbst. So, in einem anderen Film entdeckt Bruce Willis, dass der Burger-Klau in Wahrheit die ganze Zeit Ameisen 23, der sich hinter einem anschleicht wie so eine alte Crack-Hure gewesen ist. Der Burger-Klau ist doch von Mac ist dieser Typ, ne? Ja, der Burglar. Ach ja, der Typ, ja. Lang ist der. Oh. Das sagt mir gar nichts. In einem anderen Film aber entdeckt Bruce Willis, dass Kommunismus in Wahrheit die ganze Zeit. Du weißt schon, wer gewesen ist. Ja, gut. Wie funktioniert das? Ich glaube, dazu müsste man den Film sehen, damit der Plot-Twist Ja, im Grunde genommen schon, ja. Aber in dem letzten Film entdeckt Bruce Willis, dass Adolf Hitler in Wahrheit die ganze Zeit ein farblinder Rassist gewesen ist. Ja, und das war's. Was für ein Twist! Was für ein Twist! Aber das Farbenblind ist wahrscheinlich der Plot-Twist. Ja. Ich kann rote Jona nicht von grünen unterscheiden. Ja, das passt ganz gut. Doch bevor ich sie töte, Mr. Bond, muss ich ihnen zeigen. Oh. Ach ja. Ich hatte vorhin eine Karte, die hat dazu gepasst. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir werden eh alle Nachbarn. Hau raus, Betsy. Das ist auch der Teil, der denn die Folter ist. Ich muss dein Nachbar sein. Ach so. Das ist die Folter, okay. Ja, für mich. Was ist so dumm, ich nehme das hier. Na, solange ich meinen Spaß hab. Was? Ja, du kannst ja zusehen, wie Graver mich quält mit seiner Anwesenheit neben mir. Boah. Schnauze! Geh einfach kaputt, alter Mann. Ja, ich geh schon kaputt. Sehr gut. Doch bevor ich sie töte, Mr. Bond, muss ich ihnen Gefühle zeigen. Oh. Was? Aber lass die Hose an, bitte. Doch bevor ich sie töte, Mr. Bond, muss ich ihnen ein Leben voller Trauer und Einsamkeit zeigen. Oh. Hängt ja schon mit Gefühlen zusammen. Ja. Also brauche ich bloß einen Vlog machen, oder was? Genau. Mr. Bond, muss ich ihnen Rainer Kallmund, der einen Käsekuchen gesehen hat, zeigen. Der arme Käsekuchen. Sehen Sie. Ist das nicht genial? Ist die Natur nicht zauberhaft? Ist sie nicht wunderschön? Doch bevor ich sie töte, Mr. Bond, muss ich ihnen ein Buch über Schwänze zeigen. Why? Klingt mehr so nach Grey. Mm. Oh. Schwänze! Oh. Ach, scheiß doch. Jawohl! Oh, Mist! Guck dir den Buffy an! Er sprintet weg! Wer oder was kommt immer zu spät? Ich. Okay, dann schreibe ich's nicht in die Blank. Okay. Ja, nehme ich so. Wir sind gespannt. Passt, warte, ich hab Luft. Ah,
Also, wer oder was kommt immer zu spät? Ein hart arbeitender Mexikaner. Trabajo. Es ist Zeit für eine Siesta. Sind Sie schon wieder zu spät? Sowas gibt's halt gar nicht, ne? Hart arbeitende Mexikaner. So ein Fabelwesen. Das sieht man doch an der Mauer, die gebaut werden soll. Ja, die Mexikaner sollen ja nur dafür bezahlen, nicht sie selbst bauen. Aber dann hätten die mal was zu tun. Oder ist fuck. Wer oder was kommt außerdem zu spät? Kundenservice-Mitarbeiter. Das ist allerdings richtig. Das ist leider wahr. Das ist leider richtig. Das ist zu real. Ja. Außerdem immer zu spät kommt? Das Rote Meer. Das müsstest du am besten wissen. Lol. Wow. Das kommt zu früh. Wow. Alles klar. Wow. Ja, zu spät wäre schlecht, ne? Manchmal kommt auch zu spät. Ja, und das nervt dann als recht. Dann bist du jeden Tag darauf vorbereitet und denkst dir, los, ich kann nicht noch mehr verschwenden. Aber was ist, wenn es gar nicht kommt? Es wird aber irgendwann kommen. Das vor allem bei mir. Case. Außer nein, das wäre das Beste, was passieren kann. So, ich bin frei. Oder schwanger. Genau. Das kann ich eher nicht sein, das wüsste ich. Luftbestäubung. Arschlochfenster, genau. Flugdarm. Was? Okay, jetzt ist abenteuerlich. Wow. So, und außerdem, wer da was kommt immer zu spät? Ein Schokoladenpenis, der Geldschein pisst. Der kommt nie! Also definitiv zu spät. Finanziert von der Deutschen Bahn. Oh. Oder vom BER. Ich glaube, da hängt die Deutsche Bahn auch mit drin. Ja, das kann auch sein. Ja. Schön. Verdammt! Alter, fuck! Das der ist zieht uns ab hier. Das ist zu real, Mann. Aber ehrlich mal. Was ist die neue Modediät? Ich ahne Schreckliches. Ich habe einiges. Ich hab einiges. Das wollte ich schon lange benutzen. Die Karte wollte ich immer schon mal benutzen. Alles klar. Tja. Muss wohl so sein. Alles hat doch gewesen. So. Also, was ist denn die neue Modediät? Scheiße schießt aus deinem Arsch und fließt wieder zurück. Und das für den Rest deines Lebens. Ja, ich glaube, da bist du satt. Oh. Ja. Oder? Püriert zu Juden. Oh, warum? Was? Wow. Kann ich das Rezept haben? Wow. Aber natürlich ist, wissen wir alle, es ist in eine Landmine laufen und dumm gelaufen, müsste ich sagen. Ja. Effektiv. Ja, definitiv. Man hat ja nur die Hälfte seines Körpers verloren, wenn man Glück hat. Ja, das ist all right. Mir geht's gut, alles okay. Was ist denn die neue Modi-Diät? Ja, alternative Fakten. Da langweilt man sich schlank, oder was? Ja, das kann sein, aber... Er redet sich den Mund fusselig, dann kann man das auch gleich runterschlucken. Yeah. Die alternative Fakte ist, dass du von der Diät abnimmst. Ach so. Das hat jetzt gewonnen? Ja, die Hallo, Juden. Die berühmten Juden da. Konnte Aha, keiner was. Ja. Was bringst du zu Hannibal Lecters Dinner Party mit? Oh. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich in die Hölle komme? Ich auch. Sind die pirierten Juden weg, hm? Ja, leider. Ja. Leider sind die jetzt schon weg. Aber es gibt was anderes Gutes. Oh, nehme ich einfach mal, bitte. So, was ist denn eine der wunderbaren Speisen bei Hannibal Lecters Dinner Party? Michelle Obamas Arm. Da ist aber lang dran zu knabbern. Karl! Was denn? Ich hatte halt Hunger auf Hände. Oder aber ein einzelnes Schaf.
Warum? Als Dieb, wow, oder was? Wie spendabel! Da wären ja alle von satt. Oh je. Oder man kostet von Ihre Hoheit Königin Elisabeth die Zweite. Ja, die ist mir ein bisschen zu ledrig. Ja, aber ja, kann man, glaube ich, noch Pulled Pork draus machen. Oder Dwight Beef, Alter. Eieiei. Hat die Zweite gelebt? Oh, 26. Geboren? Ah, nee, die lebt. Ach, das ist die aktuelle. Ich kenne mich da nicht aus. Die ist über 90 Jahre alt. Ja, jetzt reicht's aber auch bald. Oder aber ein Pantomime, der einen Schlaganfall hat. Da ist dann noch ein bisschen Unterhaltung dabei. Oh, er ist gleich fertig. Sobald er sich nicht mehr bewegt. Ich fand aber von der Großzügigkeit her, das Charme. Ich glaube, wir spielen mit ziemlich jedem deutschen Deck, was wir haben. Das steht oben rechts, ist aufgelistet. Jetzt, ich habe es gerade aufgeklappt. Geklappt. Das neue SHB, die neue SHB-Zweigstelle beschäftigt sich hauptsächlich mit. Was ist SHB? Das wollte SBH? Das ist SBH. SBH? Okay. Stiftung, Bildung und Handwerk. Ah. Soll ich das wegmachen oder? Na gucken. Ich bin für ja. Also ich hätte eine Karte, aber. Bayern können wir auch wegmachen. Ach so. Hau weg den Dreck. Gut. Prügel für Kinder ist Blödsinn. Was hilft ist? Das ist doch schlimmer als das andere. Verdammt. Ich hab Sachen, die passen, aber die sind nicht lustig. So. Verdammt, ich kann die Karte nicht. Doch, kann ich. Super. Ich kann die doch wegschmeißen. Ach komm. Hat ihr eigenes Deck eingestellt. Dann muss sie nicht immer 100 raussuchen. Ja, gut. Ja, nicht 100. Aber ja. Okay. Prügel für Kinder ist Blödsinn. Was hilft ist? Eine kickboxende schwangere Frau. Ja, gut. Bäm. Das ist nicht zurückschlagen. Das ist schon eine ganz andere Liga als Prügeln. Ja. 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 Aber was noch hilft, ist Rammelradius, rabiate Rudelfickerparade. Was? Rudelfickerparade. Der Rammelrudi. Ah ja, ich hab mich verlesen, sorry. Oder was noch hilft ist Pfanne Eis.de. Der Kinderschläger von Berlin ist wieder unterwegs. Versteckt eure Kinder. Hide your wives, hide your kids. Hide your money. Oder was noch hilft ist Michael Jackson. Ja. Die Kinder weg. Aber mein Wort gilt für den Pfanne Eis.de. Selbst geschrieben! Was für Gewinn! Alter! Nicht schlecht! Verdammt! Ist ein schmaler Grat, der zu führt. Die Runde ist doch noch gar nicht so lang. Boffi darf nicht gewinnen! Ich weiß nicht sofort! Seien wir mal fair. Zur Abwechslung. Oh, okay, jetzt komme ich definitiv in die Hölle. Ja, warst du heute schon in der Hölle? Ja, aber ich muss den Briefkasten leeren. Mhm. Den habe ich heute Morgen schon geleert, da war nur Werbung drin. Uiuiuiui. Okay, heute machen wir mal random. Mhm. Wir sind gespannt. Ein geheimer vierter Todesstern ist ein schmaler Grat, der zu öffentlichem Verspotten führt. Ja, zu einem geheimen fünften Todesstern. Weil sie es einfach nicht dazu lernen, das passt. Oh, schön.
Gronks Videos sind ein schmaler Grat, der zu Masturbieren führt. Kann ich so unterschreiben. Ja. Erstmal die Stimme und wenn dann auch die Kerman ist, dann ist vorbei, weil Bubi bartlos kann. Oh ja. Das blöde Ulrike-Lied habe ich übrigens immer noch im Kopf. So. Wiederholt das Capture verkacken und an der eigenen Menschlichkeit zweifeln, ist ein schmaler Grat, der zu der zerstörten Hoffnung nach Jahren eine wunderschöne Freundin haben zu können, sie aber mit deinem besten Freund zusammenkommt, führt. Hm. Ja, weil ich glaube, du nicht menschlich bist. Ja, so blöd. So blöd muss man erstmal sein. So, was gibt's denn noch für Möglichkeiten? Frauen an einer Abtreibungsklinik anmachen, ist ein schmaler Grat, der zu depressiven Jugendlichen jeden Tag versuchen, sich selbst umzubringen, weil sie sich hässlich finden führt. Passt. Das passt. Passt. Das passt. Passt. Ja, yeah. Oh, gut ausgewichen. Verdammt. Curry kleidet sich an Karneval, verkleidet sich an Karneval als Tobi. Ja, gut, okay. Das ist, Hitler. Ja, natürlich. Als wer sonst? Eindeutig Hitler. Er ist ja der Hitler von Kleve, ne? Also Curry verkleidet sich an Karneval als der fliegende Olle. Also verkleidet er sich gar nicht. Der ist so high auf sich selbst, der fliegt nicht sowieso. Nicht so einfallsreich. Okay. Und letzte Woche an Karneval hat sich Curry als Rest. Da muss er ja gar nichts ändern. Entschuldigung, Curry. Auch wenn du das niemals sehen wirst. Ja, für den Fall. Für den Fall, das doch. An Rosenmontag trägt Curry Batman, der von Alfred dabei erwischt wird, wie er sich Nacktbilder von Rubble anguckt. Das ist aufwendig. Ja, da muss er immer mit dem gleichen Gesichtsausdruck rumlaufen. Oder er hat eine Maske an. So ein Gemeinschaftskostüm. Da musst du drei Leute für. Das ist ja voll cool. Okay. Also mindestens zwei. Zwei mindestens. Und dann Handy mit den Bildern. Yay. So, und nächstes Jahr verkleidet sich Curry dann sein Karneval als Nippelmodel für Otto. Es gibt Nippelmodel für Otto. Fast alles davon ist so Low-Cost-Cosplay. Ja, das stimmt. Ja, außer Batman. Genau. Genau. Oh je. Es ist schwer. Ja, gut. Ach komm, bald doof. Yes! Gegönnt. In 1000 Jahren, wenn Papiergeld nicht mehr existiert, ist unsere neue Währung. Da habe ich nicht mal drüber nachgedacht. Das muss gewinnen. Okay. Meins auch. Bin gespannt. Eins muss gewinnen. So, unsere neue Währung ist heißer Käse. Aber wie kriegst du ihn dauerhaft heiß? Och, so. Das ist die Zukunft. Die Zukunft. Die Zukunft. Da geht das irgendwie. So, natürlich ist unsere Währung Alkohol, die Ursache und Lösung aller Probleme. Das ist doch nicht, das ist aber 42. Nein, das ist auch Sinn des Lebens. Stimmt, war auch. Okay, na gut. Aber natürlich ist die neue Währung aktives Zuhören. Verdammt. Da wäre ich ja nur noch pleite. Ja, vor allen Dingen ich, weil ich habe nur ein Ohr zum Zuhören. Zum Drücken. Ein Ohr zum Drücken. Ja, zum Drücken, genau. So, aber natürlich wissen wir, dass unsere neue Währung Tränen sind, da sie das beste Kleidmittel sind. Wow. Ah, das ist Boffys Karte, das geht nicht. Käse. Yeah. Hey! Wir dürfen die beiden nicht gewinnen. Toll. Oh nein. Wow, damit hätte ich nicht gerechnet.
Kübs sagt vor, so kann ich nicht gewinnen. Perfekt. Chiara schreibt sich eine Karte. Ja. Ich merke jetzt erst, dass ich im Stream Chiaras Karten anschauen kann. Ich guck nicht hin! Da habe ich mein OBS, da habe ich lieber mein OBS früher erlegt. Ich sehe zwar Chiara an sich noch, aber die Karten nicht mehr. Hallo, hallo, hallo. Ich habe einen ganz anderen Tab offen. Oh. Wow, damit hätte ich nicht gerechnet. Schade. Das war leider der Zonk. Oh. Schön. Gut. Wow, damit hätte ich nicht gerechnet. Ein so krasser Beat, der das Universum zerstören könnte. Zu gut. Ach, dicken Kindern ihren Süßkram klauen. Damit hätten die nicht gerechnet. Ja. Die spanische Inquisition. Chiaras Karte ist sofort das erkennbar. Das ist definitiv Chiaras Karte. Definitiv, ja. Klack auf der Hand. Aber schade, finde ich schön. Aber doch, den Punkt gönne ich hier, weil das... Ja. Doch. Schade. Schade. Schön. Weil war meine so gut. Da habe ich nicht gerechnet. Schade. Wenn ich die USA regieren würde, dann würde ich fördern. Oh mein Gott. Fuck. Jetzt stellt sich heraus, ob ich ein besserer Typ wäre als Trump. Wenn es darum geht, habe ich verloren. Wenn ich die USA regieren würde, würde ich Arnold Schwarzenegger fördern. Da bin ich dafür. Ja, ich habe mehr Jobs. Ja. Ja. Ich wurde gewählt, um zu lenken, nicht um zu denken. Ich nehme die Nummer 3. Wollen Sie sich nicht erst durchlesen? Die Nummer 3. Wenn ich die USA regieren würde, dann würde ich Rassismus fordern. Trump bist du? Oder ich würde Angela Merkels Vagina fördern. Trump. Eindeutig Trump. Ja. Boah. Erstmal schon mit der Pussy-Grabbing-Hand daran. Er reicht dir nicht die Hand, sondern, naja, zum Händeschütteln zumindest nicht. Alles klar. Ja, die Hand hat was anderes zu tun, ne? Das Toupet richten. Aber wenn ich die USA wirklich regieren würde, dann würde ich Tobi, der tolle Amateur-Wrestler, fördern. Ja gut, das... kann man machen. So, wenn er nicht dauernd die Rede abbrechen wird. Oh, mein Vote geht zu. Ja, geil. Und ich hab gewonnen. Nein. Nee. Ja, also doch, ja, hat er. 69 hat er. Ich wette, davon kriegst du niemals genug. Warum hab ich zweimal die gleiche Karte? Halt dich vorhin hoch. Aber verschiedene Schreibweisen. Ja gut, dann ist es nicht dieselbe Karte. Wie random ist denn die Karte, Alter? Okay, das ja. Kann ich halt nicht wiederholen. Ach komm, da. Ich hab Angst. Echt? Mit einem Gewehr in die Luft schießen, während man knietief in Warzenschweininnereien steht? Ich wette, davon kriegst du niemals genug. Was? Was her? Das ist 100 pro Boffi, Alter. Könnte sein. Das ist aber auf jeden Fall eine aus dem Original übersetzte Karte. Okay. Weiter. Ein Ami-Ding. Arschbackensteak von Kim Kardashian. Ich wette, davon kriegst du niemals genug. Wie viel davon ist echtes Fleisch? Ich wollte gerade sagen, da ist doch auch 10 Kilo Silikon drin, oder? Ja, deshalb sind so ungefähr 5% sind doch original. Deshalb kriegst du davon niemals genug, weil also ist doch immer noch genügend übrig. Das wächst wieder zu. Smack mal, ich wette, davon kriegst du. Shit!
Obwohl, es gibt für alles den Fetisch, ja, kein King-Shaming hier, ja. Ja, 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 ist richtig. Ja, wir lassen bei jedem sein. Ne? Jede seine. Ein Tittenfick mit asymmetrischen Titten. Ich wette, davon kriegst du niemals genug. Man muss alles mal mitgemacht haben, ne? Du sollst wenigstens ausprobieren, ja. Ah. Verdammt. Schwer. Das ist schwer. I'm a simple man. I see boobs, I upvote. Yes. Ja, verdammt. Verdammt, Alu hat gewonnen. Aber Alu hat gewonnen. Sehr, sehr knapp. Ja. Na dann.